Ja, hallo Leute. Aufgrund einer Nachfrage, wie es denn aussieht, wie mit meiner Konfiguration bzw. den Sachen, die ich drin habe in meinem Schiff und so, und hast du nicht gesehen, habe ich jetzt, hatte ich ja gestern noch geschrieben auf das Kommentar, dass ich mal ein kurzes Video mache. Ja, was ich denn nun alles drin habe letztendlich. Und ja, wie ihr ja alle sehen könnt oder auch schon die ganzen Videos überall gesehen habt, habe ich halt eine. Fliege ich am liebsten mit meiner Gunga rum. Ich habe auch noch. Ja, Viper, Raptor, die Glaive, die Halbert. Mehr habe ich mir noch nicht gekauft. Ich habe zwar das Thylium, um mir hier das und das, hast du nicht gesehen. Kann ich mir natürlich alles noch holen. Mache ich aber nicht, weil ich bin mit meiner Gunga zufrieden. Ja, wie ihr alle sehen könnt, ist sie nicht aufgerüstet, ne, hier. Aber das wird jetzt in Angriff genommen oder wird schon die ganze Zeit in Angriff genommen. Ich weiß, ich bin da ein bisschen langsamer als andere, aber ich, ja, ich mache mir da keinen Stress. Ja, ich habe, kann ich euch ja schon so mal zeigen, ich habe Torbebooster, zwei Stück, beide Level 11 und ein Slide Level 10. Mit den Torbo-Boostern auf Level 11, mit den beiden komme ich auf 56,4. Mit Level 10 Aurora auf 61,6 und mit dem Slide. Wie lange hält der Slide? Ich würde mal sagen. Ja, genau, der hält gut eine Minute, der Slide. Also da kann man schon ganz gut mit Sliden mit dem Teil. Ja, warum erst 10 und nicht, warum nicht 15 oder so? Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe für die Slides kein Geld mehr aus. Für die Booster eventuell, ob ich mir die vielleicht nochmal auf 12, 13 ziehe, weiß ich noch nicht. Momentan bin ich ganz zufrieden so. Ja, Avionik, Aurora halt, ich zeige euch das einfach mal. Ich habe, ja, die Farbe könnt ihr ja sehen, ne? Ist eigentlich meine Lieblingsfarbe. Ich habe auch noch die andere Farbe, die Oxid-Camouflage, aber ich finde, das Ding sieht so aus, als ob da, naja, als ob da so ein Schwarm Vögel angekommen ist und einfach mal, sieht aus wie zugekackt, das Teil. Ich weiß, mir gefällt es einfach nicht, muss ich ganz einfach sagen. Mir gefällt das hier am besten, deswegen habe ich es auch drauf und fliege damit immer. Ich habe, ja, ich habe ein Rap-Kit Level 10. Ich habe zwei Hüllenpanzer Plattenpanzerung, hast du nicht gesehen? Die Dinger, die auf jeden Fall nur die HP nach oben bringen. Auf Level 10. Da komme ich dann aktuell auf 6545 HP. Wenn ich dann die Gungia aufgerüstet habe, kommen mir nochmal gut. Ich weiß jetzt gar nicht, waren es 1000 oder waren es 1500 HP. Kommen dann ja nochmal oben drauf. Dann bin ich entweder bei 7,5 oder bei 8000 HP. Das geht schon ganz gut. Mit Panzerbrecher natürlich leicht zu knacken. Aber dafür ist das Rapkit an Bord. Das 208 normale. 94 große Mittel zur Zeit. So, ich fliege mal, ja, hier, Mineralanalyse-Raster Level 7. Pff, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Level ich nicht noch weiter hoch. Brauche ich ganz einfach nicht. Ich mache damit die 100 Dinger am Tag und ab und zu mal so, und ja. Naja, gut, Dingsbums hier, hallo, Artemis. Level 8 erst, ja. Werde ich höchstwahrscheinlich auch Level 10 ziehen. So wie das Aurora auch. Ist auch Level 10. So, Waffen. Das ist ja bei jedem immer, ja, hier, jeder hat so seine eigene Konfiguration, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe mich dazu entschieden, MEC L35M Eagle Geschütze zu nehmen. Das sind Long Range Geschütze, die mit jedem weiteren Level ihre Opti-Range steigern. Optimalreichweite bei den Level 10er Geschützen, die werden demnächst. Ich habe dieses Mal verpennt, mir die Rapkits zu kaufen. Die werden demnächst auf 12 höchstwahrscheinlich gemacht, ja, erstmal. Naja, die optimale Geschützreichweite ist momentan bei 1320 und das bei allen. Wobei ich hier oben, glaube ich, sogar, habe ich nicht schon irgendwo 10, 10, 10, 10. Ne, ich habe keine Level. Die sind alle so. Klar, im Dogfight ist das ein bisschen scheiße. Ja, weil die Opti-Range, wenn du dann auf 500 Klicks kämpfst oder so, ist es natürlich doof, da triffst du natürlich weniger, aber dafür triffst du halt auf die Reichweite ganz extrem. Und du triffst auch bei 1900 Klicks, triffst du noch relativ gut mit den Geschützen. Und ja, auf Level 10 mache ich einen Durchschnittsschaden von 120. Also, ja, jeder Schuss sitzt über 100. Die treffen ganz gut.
Und ja, ich bin halt damit ganz zufrieden. Ich lasse das auch so, ich werde da nichts mehr dran ändern. Ich habe schon so oft geändert, deswegen sind sie auch erst Level 10. Weil ich so oft schon hochgelevelt habe und hast nicht gesehen und so. Aber die habe ich jetzt für mich entdeckt, die bleiben jetzt so. Dann habe ich Long Range Raketenwerfer. 11, 12 und 12. Der hier wird noch auf 11 gemacht und dann sind die Waffen auf 12 gemacht, dann sind die Waffen dran. Eine Höchstreichweite von, er sagt hier 2854, aber ich kann auf 2,9 kann ich locker anfangen damit rumzuschießen und rumzusprayen. 7,74 Sekunden nach Ladezeit. Geht ganz gut, habt ihr ja ab und zu in den Videos schon gesehen, in den neueren natürlich. In den älteren waren die noch nicht so hoch. Ja, das muss natürlich auch jeder für sich entscheiden, ob er jetzt Long-Range-Raketenwerfer oder möchte er vielleicht Middle-Range und dafür brauchen die nicht so lange zum Nachladen oder hast du nicht gesehen. Das muss selbstverständlich jeder für sich selber entscheiden. Aber ich habe meine Entscheidung so getroffen, dass ich bin mit meiner Konfiguration ganz zufrieden eigentlich. Klar, gegen was weiß ich, Level 140 oder was weiß ich, obwohl 140er mache ich damit auch platt, ja. Es bedeutet nicht, nur weil dein Level hoch ist, kannst du auch fighten. Das bedeutet es auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, wer von euch Dark Orbit gespielt hat und da habt ihr es auch gesehen. In Dark Orbit. Hohe Level konnten nicht fighten, die hingen meistens im Gate rum und haben sich da hochgelevelt. Ja, ich war jetzt zum Schluss, um das mal ganz kurz anzuschneiden, ich habe jetzt 4,6 Milliarden EXP auf dem Dark Orbit Account, aber der steht jetzt auch schon ein halbes Jahr in der Garage. Also ich kenne mich mit Dark Orbit auf jeden Fall aus. Ich weiß auch, wie es ist, High Level zu sein. Bin halt jetzt kurz vor Level 21, aber das Spiel habe ich aufgehört, weil es ist genug Geld geflossen in das Spiel und das muss ich nicht nochmal haben. BSGO, wer es wissen möchte, ich gebe es zu, 35 Euro. 35 Euro von den ersten. Da ist ein Transporter, den kann ich mir gleich bestellen. Von dem Geld habe ich mir ganz, ganz, ganz zu Anfang die Glaive geholt, als ich Level 10 geworden bin. Weil ich bin nach wie vor kein Jägerpilot. Ich kann es wie die Pest einfach nicht ab, Jäger zu fliegen. Ich hasse Jäger, wenn sie mich angreifen und ich hasse auch Jäger. Ich hasse Jäger. Ich hasse sie einfach wie die Pest. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Wie ihr wisst, bin ich in der Staffel Black Assassin, ne? Und wir haben sagenhafte Jägerpiloten, Aoti beispielsweise oder auch Alex End oder so, die, also. Es ist schon, also ich würde schon echt gerne mal bei denen mitfliegen, aber ich kann es einfach nicht. Jäger ist mir, das ist mir alles zu klein, zu schnell. Ich weiß nicht, ich bin so ein Hau drauf, weißt du? Ich brauche was Großes unterm Arsch. Und ich kann das einfach anders nicht. Ich bin einfach kein Jägerpilot, aber das ist natürlich, es bleibt natürlich jedem selber überlassen. Ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ach ja, oder ich wurde gefragt, welchen Channel Tauron. Wir spielen alle auf Tauron. Aber momentan ist auf Tauron von Menschenseite aus nicht mehr so viel los. Also es ist wirklich schade. Die Zylos sind sehr aktiv und wir sind meistens in Unterzahl. Aber wir müssen halt gucken, dass wir das Beste draus machen. Ja, es ist schade, aber es ist immer so, wie es ist. So, hier, wir können es jetzt mal so gemeinsam ausprobieren. Und zwar, was ist denn das da hinten? So, wir haben jetzt, ich gebe mal die Waffen frei, 3000, 2900, habt ihr das gesehen? Ab 2900 gehen die Raketen los. Die hinteren Raketenwerfer, die 12er, der 11er geht dann wirklich erst ab 285 los. Aber das ist jetzt auch gar nicht so schlimm. Hier, und ihr seht es. Man kann schon relativ gut damit rumsprayen. So, das war's dann auch schon für den Frachter. Ja, warum stehe ich gerade im Beta-Entini? Das kann ich euch auch nicht sagen. Ich habe einfach eine OP gesucht für das Video, weil ich wollte es eigentlich vom OP aus zeigen, also innen drinne. Das habe ich jetzt aber auch nicht ganz hingekriegt. Habe ich euch das von außen gezeigt. Naja, falls es euch interessiert, noch meine Skills. Es ist halt so das Wichtigste, was man halt so braucht. Hier, ne, ihr seht es. Was ist das hier? Ach, das ist, braucht man alles gar nicht. Hier, das hier. Hier geht es dann weiter.
Und hier unten noch so das Wichtigste, das wirklich das Notwendigste und halt noch ein bisschen, was man halt nicht so, ich könnte mal das hier anfangen zu skillen. Und das Wichtigste, was man dann halt nicht mehr so braucht, das ist halt alles auf 10. Mittlerweile, wie viele Skillpunkte habe ich denn? Ich habe jetzt wieder 71.566, ja. Ja, weiß ich nicht. Momentan vernachlässige ich das Skillen wieder. Das Spiel momentan leider auch, weil ich andere Spiele spiele momentan. Aber nicht so Online-Dinger, eher Steam-mäßig und so. Ihr wisst Bescheid. Und ja, falls ihr euch fragt, warum meine Waffen sich so, naja, ich sag's mal so, hier, die meisten Leute von euch werden einfach G drücken und dann schießt das alles gleichzeitig los, ne? Ja, ich drücke eine Taste und dann geht das bei mir so los. Aber ich finde, es sieht einfach besser aus. Wenn das so nacheinander losfällt. Ich weiß nicht, ich finde, das hat mehr Charme. Finde ich auf jeden Fall besser. Naja, das war's dann eigentlich auch schon, ne? Weil was kann ich euch noch zeigen? Ihr habt jetzt meine Raketenwerfer, meine Waffen, ihr habt mein ganzes Kram, habt ihr jetzt gesehen. Ja, hier mal. Oh Mann, ey, das sieht so scheiße aus. Naja, meine Schiffe hier, Freunde, das bringt euch jetzt auch nicht viel. Naja, ja gut. Kuppel ist auch gerade ein bisschen wenig am Start, ne? Tyrium. Titan habe ich noch ein bisschen weiter, das reicht noch zum Rappen für die Videos. Oh, nicht identifizierbare Objekte, das ist natürlich sehr gut. Die mache ich gleich mal auf. Weiß ich nicht, falls euch mal meine Muni interessiert, ich habe Panzerbrecher, schieße ich meistens mit rum. 760 Schaden gesamt hier. Lila Munition noch 32k an Bord. Von der roten hier 2700. Standard ist ja scheißegal. Genauigkeit, lila noch 28k an Bord. Durchschnittlicher Schaden von Rot noch 14k an Bord und Energieverlust 7100 an Bord, damit schieße ich aber gar nicht. Raketen, Wendigkeit 116 Schaden gesamt, 6044 von den plus 15 Schaden, 1100 von den plus 30er Standard habe ich halt immer drin. So, jetzt haben wir noch ein kleines Bonus hier von den damaligen Nukies. Habe ich noch 273 an Bord. Und die werde ich mir auch größtenteils aufheben, weil ich halte von den neuen Yukis, von diesen Flächen-Yukis, weiß ich nicht, halte ich nicht viel. Deswegen, ich knall lieber noch mit den Vernünftigen. In der Escorte habe ich da auch noch über 350 Stück liegen. Naja, gut, dann, ihr habt mein Rap gesehen. Ja, würde ich sagen, das war's mit diesem, weiß ich nicht, kann man Special nennen? Achso, wollte ich das nochmal sagen. Ich finde es echt klasse, wie ihr meine Videos schaut. Also, das finde ich sehr gut, dass es. Also, es freut mich, dass es so positive Resonanz von euch gibt.